Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up, Prof. Guten Tag, Walter. Hi, Martin. Geht es dir gut? Yes. Ja, ich huste noch, aber ansonsten geht's mir gut. Nun, wir machen trotz Krankheit einfach weiter mit dem Thema. Ansonsten würde ja das Werk nicht getan. Das ist richtig. Wir haben keine Zeit für Krankheiten. Also, das ist eine Thematik, mit der wir uns schon des Öfteren befasst haben. Viele Male. Aber immer noch schreiben uns Leute und sagen, dass sie die Verbindung zwischen dem Sabbat und dem Mahlzeichen des Tieres nicht sehen. Ja, und die Zeichen, die zeigen, dass wir uns dem Mahlzeichen des Tieres weiter nähern, sind so deutlich. Also es ist einfach an der Zeit, die Dinge wieder klarzumachen. Ja, dieses Mal haben wir uns entschieden, die Zitate doch hineinzunehmen, weil wir die sonst immer aus dem Kopf zitieren. Und die Leute wollen sie schwarz auf weiß sehen, um sicherzugehen, dass das wirklich der Fall ist oder ob man sich das doch zusammenreimt. Ja. Legen wir es auf den Tisch und schauen, wo wir genau stehen. Also lass uns mit einem Gebet anfangen. Unser himmlischer Vater, danke, dass du uns die Gelegenheit schenkst, wieder diese Unterhaltung führen zu können. Wir bitten dich, dass du unseren Verstand erleuchtest und uns Klarheit darüber schenkst, was du in deinem Wort gesagt hast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ausgelöst. Wurde das durch ein Ereignis? Oder besser gesagt Ereignisse, die stattfanden, wobei prominente Menschen sich zum Christentum und der säkularen Welt äußerten, die miteinander im Konflikt kommen. And the secular world coming into conflict. And it was, das war so passend und so interessant. Wir werden es gleich zeigen. Und so dachten wir, das Mahlzeichen des Tieres muss einfach noch einmal besprochen werden, obwohl wir es schon viele Male erörtert haben. Ja, die Sache ist folgende. Wie vorhin schon erwähnt, nähern wir uns wirklich dieser geschichtsträchtigen Zeit. Ja. Je besser man dazu informiert ist, was genau es ist und wonach man Ausschau halten sollte, desto besser wird man darauf vorbereitet sein. Beziehungsweise kann man sich darauf vorbereiten. Ja, dieses Anfangsbild zeigt diesen Bogen, worauf 2. Mose Kapitel 20 zitiert wird. Darauf steht Gedenke. Es gibt ein Gebot, das mit Gedenke beginnt, nämlich das Sabbatgebot. Und im Hintergrund hat man den Vatikan. Das ist ein sehr aussagekräftiges Bild, das den wirklichen Konflikt zwischen den Ideologien zeigt. Wir müssen einige Zeit darauf verwenden, es wieder deutlich zu machen, worum der ganze Konflikt geht und wie weit das Ganze wirklich reicht. Ein Studium der Heiligen Schrift unter Gebet würde den Protestanten den wahren Charakter des Papsttums zeigen und sie dazu bringen, es zu verabscheuen und zu meiden. Aber viele sind nach ihrer eigenen Meinung so weise, dass sie nicht das Bedürfnis haben, Gott demütig zu suchen, um in die Wahrheit geleitet zu werden. Martin, wenn sie eine derartige Aussage trifft, muss das immer mit der Vorstellung ausgeglichen werden, dass Gott die Menschen liebt. True. Amen, das ist wahr. Und das geht nicht gegen Katholiken, nein, sondern gegen den Katholizismus. Und es geht auch nicht gegen die Protestanten, sondern gegen den abgefallenen Protestantismus. Richtig. Obwohl sie sich mit ihrer Erleuchtung brüsten, wissen sie weder etwas von der Heiligen Schrift noch von der Kraft Gottes. Sie müssen irgendein Mittel haben, um ihr Gewissen zu beruhigen. Und sie suchen das, was am wenigsten geistlich und demütigend ist. Sie möchten gern Gott vergessen, aber in einer Weise, dass es scheint, als gedächten sie seiner. Ja. Das Papsttum kann den Bedürfnissen all dieser Menschen entsprechen. Es hat sich auf 2 Klassen der Menschheit eingestellt. Und diese umfassen beinahe die ganze Erde. Diejenigen, die durch ihre eigenen Verdienste gerettet werden möchten, und jene, die in ihren Sünden gerettet werden wollen. Hier liegt das Geheimnis seiner Macht. Wenn wir uns jetzt unser Bild im Hintergrund ansehen, steht da Mahlzeichen des Tieres, Hand oder Stirn? Fragezeichen. Es gibt 2 Möglichkeiten. Hand oder Stirn. Und dieses Oder ist sehr wichtig. Ja. Und darunter hat man den Vatikan, in Scharlach gekleidet mit all dem Purpur im Hintergrund, und dieses Mal hält sie 2 Becher in ihrer Hand.
And this time there are two cups in her hand. Gefüllt mit Wein. Wir haben sie mit zwei Bechern dargestellt, weil sie zwei Klassen versorgt. Diejenigen, die durch ihre eigenen Verdienste gerettet werden möchten, das ist eine falsche Lehre. Und diejenigen, die in ihren Sünden gerettet werden wollen, das ist eine weitere falsche Lehre. Hier liegt das Geheimnis seiner Macht. Das ist also ein sehr symbolträchtiges Bild hinter uns. Es ist KI generiert, also ich denke, es ist ziemlich beeindruckend. Ich denke, dass wir uns dafür bei Henry bedanken können. Ja. Offenbarung 13,11. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Und es hatte zwei Hörner, gleich einem Lamm, und redete wie ein Drache. Ich denke, dass wir dieses Tier identifiziert haben. Bis jetzt mindestens schon 100 Mal. Und ich bin sicher, dass die Menschen durch die letzten drei Folgen jetzt schon wissen, wer das ist. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen. Das ist der Katholizismus. Und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Also diese Macht hat Einfluss. Und es hat Leistungsvermögen. Es kann die ganze Welt dazu bringen, das erste Tier anzubeten. Das heißt, sie huldigen ihm, ehren es, dadurch, dass sie ihm gehorsam sind. Was macht es denn? Wir springen zu Vers 16. Und es bewirkt, dass allen, das ist ein sehr großes Wort, ja, den Kleinen und den Großen. Es spielt keine Rolle, ob man ein Professor an der Uni ist oder ob man aus einfachen Verhältnissen stammt. Den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Das Wort oder ist sehr wichtig. Ja. Es ist ihnen egal, ob man es an der Hand oder an der Stirn hat, solange man es nur erhalten hat. Es steht im Gegensatz zu dem, was Gott fordert. Ja. Er möchte beides. Ja. Rechte Hand und Stirn. Und es gibt ein Mahlzeichen. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen, kein Computersystem. Es ist ein menschliches System, Martin. Es ist die Menschheit, die ihr Haupt gegen Gott erhebt. Ansonsten stimmt. Würde Gott doch nicht davor warnen, stimmt's? Das ist wahr. Und seine Zahl ist 666. Nun, wir wissen, wer das zweite Tier ist. Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika, das auf Geheiß des ersten Tieres das macht, was dieses fordert. Ja. Und wir haben gesehen, wie dieses erste Tier Nationen durch seine Geheimgesellschaften kontrolliert. Nur um das noch einmal klarzumachen, dieses System kontrolliert die Welt. Ja, die ganze Welt. Es spielt keine Rolle, ob wir hier von China sprechen oder ob wir über New York sprechen. Ja, so ist es. Sogar in Afrika. Es spielt keine Rolle. Richtig. Hesekiel Kapitel 20, Vers 12. Ich gab ihnen auch meine Sabbate, die ein Zeichen sein sollten zwischen mir und ihnen, damit sie erkennen sollten, dass ich der Herr es bin, der sie heiligt. Es gibt also ein Zeichen zwischen Gott und den Menschen, dass er derjenige ist, der die Menschheit heiligt. Und dieses Zeichen ist der Sabbat. Ja, hier steht es. Ja, da steht es. Es gibt keinen Weg, wie man das umgehen kann. Gehen wir zu Vers 20. Und heiligt meine Sabbate, damit sie ein Zeichen sind zwischen mir und euch, damit ihr erkennt, dass ich der Herr, euer Gott bin. Könnte es also sein, dass jemand die Wahrnehmung hat, dass jemand anders sein Herr und Gott ist? Ja. Wäre es möglich, dass jemand die Wahrnehmung hat, dass Heiligung durch etwas anderes kommen kann als durch den Herrn, euren Gott? Normalerweise versuchen sie da alles Mögliche, so wie Kain es tat. Okay. Hier hat man also einen Streitpunkt. Ist der Sabbat da als zentraler Punkt der Entscheidung eingebettet? Genau. Wenn man jetzt also zweifelt, dass es ein sehr klares Zeichen zwischen einem selbst und Gott ist, dann liest man das und es ist der Sabbat. Dazu gibt es keine Alternative. Der Sabbat ist mit der heiligenden Kraft Gottes verknüpft. Und Gott ist der Einzige, der das machen kann. Ja.
Niemand anders. Offensichtlich gibt es einen Feind, der versucht, das auf anderem Wege zu tun. Und sie können den Sabbat nicht als Zeichen haben, also müssen sie etwas anderes als Zeichen haben. Lass uns 2. Mose Kapitel 31, Vers 17 betrachten. Er ist ein ewiges Zeichen. Das Wort im Hebräischen ist Oth, zwischen mir und den Kindern Israels, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, aber am 7. Tag ruhte er und erquickte sich. Nafash. Er atmete erleichtert auf. Und das möchte er auch für uns, wenn wir kommen und mit ihm am Sabbat Gemeinschaft haben. Es ist eine Freude. Lass uns anschauen, was Strongs uns zu sagen hat. Was ist ein Zeichen? Es ist das hebräische Wort Os. Ein Zeichen, es ist ein Merkmal, Denkzeichen. Ein Wunder, ein Wahrzeichen, ein Signal, ein Unterscheidungsmerkmal. Es ist ein Banner, etwas, was man Menschen entgegenhält. Und wenn man dagegen ist, wird es einen irritieren. Versuch einmal bei einem Bewerbungsgespräch den Sabbat einzuwerfen. Wird das einfach sein oder eine schwierige Entscheidung? Zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte ist das ein Albtraum. Das ist ein Albtraum, stimmt. Es ist ein Andenken, Gedenke. Es ist ein Wunderzeichen, ein Omen. Es ist auch eine Warnung, Martin. Es ist ein Merkmal, ein Abzeichen, ein Sinnbild, ein Standard, ein Wunder, ein Beweis. Der einzige Weg, um wirklich zu wissen, welchem Gott man wirklich dient, geht über dieses Zeichen. Ja, und es ist eigentlich so einfach. Nun, welchen Gott dienst du, Martin? Dem des Sabbats. Dem des Sabbats. Des wahren Sabbats. Okay, wenn du also den 7. Tag hältst, anerkennst du einen bestimmten Gott, ja, eine bestimmte Gottheit. Wenn du einen anderen Tag hältst, anerkennst du eine andere Gottheit. Ist das logisch? Ja, das ist logisch. Ja, das sagt der Text aus. Warum ist er ein Zeichen? Denn in 6 Tagen stuft der Herr Himmel und Erde. Jegliches Zeichen, Siegel oder jegliches Insigne enthält diese Merkmale. Den Namen, der Herr, Yahweh. Was ist sein Titel? Er ist der Schöpfer. Was ist sein Herrschaftsbereich, Himmel und Erde? Es ist also das Siegel Gottes. Es muss seinen Namen, seinen Titel und seine Herrschaftsgebiete enthalten. Und das besitzt nur das Sabbatgebot. Und das wird in diesem Gebot ausgesprochen. Richtig. Man kann das wirklich nicht falsch verstehen. Nein. Wenn es ein Siegel, ein Zeichen, wenn es ein Malzeichen, ein Merkmal ist, dann ist es ein Symbol der Autorität. In der Welt muss jedes Schriftstück von großer Wichtigkeit ein Siegel tragen. Ein Siegel der Autorität. Und es muss von jemandem unterzeichnet sein, der Autorität hat. Ich, und dann kommt der jeweilige Name dieser Person oder dieser Macht. Wie ein Präsident. Und dann kommt der Zuständigkeitsbereich. Also das Land, das in dessen Zuständigkeitsbereich fällt, wo seine Herrschaft gilt. Das sind die Kriterien, die sich in einem solchen Siegel befinden müssen. Nun sagen die Leute über diesen Sabbat Folgendes. Sie sagen, er war eine jüdische Einrichtung. Wie kann er eine jüdische Einrichtung sein, wenn er schon in Eden eingerichtet wurde, als es noch gar keine Juden gab? Das ist richtig. Und wenn man dann zu diesem Text geht, dass der Sabbat für den Menschen gemacht wurde, macht ihn das nicht exklusiv für die Juden allein? Nein. In jedem Fall sind die Juden genau genommen Judäer. Ja. Sie sind die Nachkommen von Juda. Aber das gilt tatsächlich für die ganze Welt, denn er wurde in Eden eingeführt. Aber lass uns ganz sicher gehen. Jesaja Kapitel 56, Vers 6, dort steht, und die Fremdlinge, die sich dem Herrn anschließen, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben und um seine Knechte zu sein, und alle, die darauf achten, den Sabbat nicht zu entheiligen, und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berg führen und sie in meinem Bethaus erfreuen. Ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Ist der Sabbat nur für die Juden, Martin? Nein, er ist für die ganze Menschheit. Er ist für die ganze Menschheit. Er ist das Unterscheidungsmerkmal, ob man Gott oder etwas anderem dient. So ist es. 5. Mose 11, 13 bis 20. Wenn ihr nun meinen Geboten eifrig gehorcht, die ich euch heute gebiete,
Hütet euch aber, dass sich euer Herz nicht verführen lässt, sodass ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft. So nehmt euch nun diese meine Worte zu Herzen und in eure Seele und bindet sie zum Zeichen. Da haben wir wieder dieses Wort. Auf eure Hand, und sie sollen zum Erinnerungszeichen über euren Augen sein. Die Juden nahmen das ziemlich wörtlich. Sie schrieben sie auf, packten es in eine kleine Schachtel und befestigten es an ihrer Hand und an ihrer Stirn. Meinst du, dass Gott sich das so gedacht hatte? Nein, es muss verinnerlicht werden. Das heißt, man muss es als Zeichen auf der Hand haben, man muss entsprechend handeln. Und das Erinnerungszeichen über den Augen, man muss es entsprechend denken. Kognitiv. Ja, da steht kein oder, sondern ein und. Stimmt's? Man muss es an beiden Stellen haben. Man muss entsprechend denken und entsprechend handeln. Dem Tier genügt ein oder, solange man ihm nur gehorcht. Und ihr sollt sie eure Kinder lehren, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und schreibe sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore. Das heißt also, dass das ganze Leben mit ihnen in Einklang stehen muss. Was zu deiner Türe hereinkommt, was in deinem Haus geschieht, muss mit diesem System übereinstimmen. So möchte Gott es haben. Lass uns ganz sicher gehen. 2. Mose 13, Vers 9. Und es soll dir wie ein Zeichen sein in deiner Hand und ein Erinnerungszeichen vor deinen Augen, damit das Gesetz des Herrn in deinem Mund sei, weil der Herr dich mit mächtiger Hand aus Ägypten herausgeführt hat. Gut, Martin, dieses Mahlzeichen Gottes, denn so wurde das Wort bei Strongs auch definiert, muss auf der Hand und im kognitiven Bereich des Gehirns im Frontallappen sitzen. Es muss eines der moralischen Themen sein, die das eigene Leben antreiben. Ja, die Entscheidungen, jede einzelne, die man trifft, müssen durch diesen Filter gehen. Ja, und es muss im Einklang mit dem Gesetz Gottes stehen. Ja, das Gesetz muss hier fest verankert sein und muss es damit filtern. Möchte er jetzt ein digitales Zeichen? Oder möchte er, dass das Gesetz Gottes hier eingeschrieben ist? Und wie wir gesehen haben, ganz besonders den Sabbat als entscheidendes Gebot, das ihm überhaupt die Autorität gibt. Ja, denn ansonsten würden wir wahrscheinlich gleich bei der Geburt einen Stempel auf die Stirn bekommen, der dafür immer tätowiert wäre. Und damit hätte sich die Sache. Ja, dann wäre man ein Roboter. Nun, im Jahr 1956 wurde das hier in New York beworben. Hier sieht man drei Kreuze und drüber steht, kommen Sie am Sonntag zur Kirche. Meinst du, dass die Gesellschaft sich seit 1956 verändert hat? Ich denke, sie hat sich schon ganz schön verändert. Ich habe 1956 schon gelebt. Genau genommen war ich 1956 7 Jahre alt. Also Martin, irgendwann im Laufe der Zeit haben die Dinge sich verändert. Ja, das würde mittlerweile vielleicht als Hassrede dargestellt werden. Das wäre gegen die Verfassung. Das war 1956 und heute? Das Foto stammt aus dem Jahr 2023. Aber so sah es auch 2024 aus. Da feiern sie an diesem bestimmten Tag etwas anderes als Ostern. Und das ist ein Streitpunkt. Im Grunde findet hier eine Konfrontation des Südkönigs mit dem Nordkönig statt. Im direkten Gegensatz und ganz in der Öffentlichkeit. Wirklich sehr in der Öffentlichkeit, direkt und unverblümt. Es ist fast wie eine Herausforderung. Ja, das ist es. Das ereignete sich erst vor kurzem zur Osterzeit. Trump verspricht einen Tag der christlichen Sichtbarkeit, nachdem Biden einen Tag der Transsichtbarkeit ausgerufen hat. Das sind zwei verschiedene Ideologien. Prallen sie aufeinander? Oh, sie sind völlig gegensätzlich und prallen da definitiv aufeinander. Das wurde am 2. April 2024 veröffentlicht.
Der frühere Präsident Trump verspricht infolge von Präsident Bidens Erklärung eines Tages der Transsichtbarkeit, der dieses Jahr ausgerechnet auf Ostersonntag fiel, einen Tag der christlichen Sichtbarkeit zu erschaffen. Diese Sache mit Ostern ist sehr interessant, weil man das nicht mit dem Passa verwechseln darf. Das ist sehr wichtig. Nur um das klarzustellen, das Passafest war ein zeremonielles Fest und das Datum richtete sich nach dem Mond. Nicht zu verwechseln mit dem Sabbat, den man im Wochenrhythmus am siebten Tag hielt. Nein, das darf man überhaupt nicht damit verwechseln. Aber das Papsttum erklärte, dass Ostern immer an einem Sonntag sein müsse. Und in Wahrheit ist es das Fest von Ishtar. Und es findet immer an einem Sonntag statt. Was beim Passa nicht der Fall war, das konnte an jedem Tag stattfinden. Wenn es wirklich einmal passierte, dass das Passafest auf einen Sabbat fiel, dann war das ein besonderer Sabbat. Nur um das deutlich zu machen, der Tag richtete sich nach dem Mondzyklus und wenn es in einem Jahr auf einen Samstag fiel, wie wir es jetzt zählen, war es ein Sabbat, aber eben ein besonderer Sabbat, weil es auch ein Passa-Sabbat war. Richtig. Der Papst änderte das so, dass es immer Sonntag ist. Und dann war es ein leichter Schritt, von einem Ostersonntag zu einer wöchentlichen Sonntagsruhe zu gehen. Und das wurde zum Ursprung der Sonntagsheiligung. Das sagte er. Was zum Teufel, dachte Biden sich, als er den Ostersonntag zum Transsichtbarkeitstag erklärte. Fragte Trump seine Anhänger am Dienstag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Green Bay, Wisconsin. Was für eine Respektlosigkeit Christen gegenüber. Der vermutliche Präsidentschaftskandidat der Republikaner versprach, dass im Falle seiner Wahl der 5. November der christliche Sichtbarkeitstag werden würde. Der 5. November ist auch interessant, weil das zufälligerweise Guy Fawkes Day ist. Ich nahm dieses Bild aus dem Artikel, wo da steht, Jesus ist mein Erlöser, Trump ist mein Präsident. Sagen wir mal so, das ist interessant. Prallen hier Konzepte aufeinander? Oh ja. Haben wir eine sehr prominente Darstellung der Philosophie des Nordkönigs gegen die des Südkönigs? Glasklar. Hier sind zwei Denkrichtungen, die aufeinander prallen werden. Und da gibt es ein Versprechen. Das Christentum wird seinen Platz wieder einnehmen. Martin, geht es noch weiter als das? Spielt die Bibel auch eine Rolle? Ja, sicher doch. Und Trump intensiviert den Druck wirklich. Nun gut, lass uns anschauen, was er hier sagt. Diese Bibel ist eine King James Bibel und enthält auch die wichtigen Dokumente unserer Gründerväter. Ja, die Verfassung, wofür ich jeden Tag hart kämpfe, damit Amerikaner weiter geschützt sind. Auch die Zusatzartikel zur Verfassung, die Unabhängigkeitserklärung sowie das Treuegelübnis zu Nation und Flagge sind alle Teil dieser God Bless the USA-Bibel. Das ist wichtig. Es ist für mich sehr wichtig, um Amerikaner wieder groß zu machen und unsere Religion. Die Religion ist so wichtig. Sie fehlt so sehr. Doch sie wird wiederkommen. Und sie wird mit Stärke zurückkommen, genau wie unser Land wieder stark sein wird. Wir antworten Gott im Himmel. Christen stehen unter Belagerung. Wir müssen einen Inhalt schützen, der pro Gott ist. Wir lieben Gott und wir müssen alles schützen, was pro Gott ist. Wir müssen die Christenheit wieder zurück in unser Leben bringen und in das zurückbringen, was wieder eine große Nation sein wird. Wir müssen daran arbeiten, dass Amerika wieder betet. Nun, Martin. Er hat eine Bibel herausgebracht, die er zusammen mit Country Music bewerben will. Ja, mit diesem Mann, der das Lied God Bless the USA geschrieben hat. Richtig. Es ist schon interessant, dass die Bibel sagt, wenn diese Dinge geschehen, im Buch Daniel steht das, wird das in Verbindung mit allen Arten von Musik sein. Sicher doch. Und dann haben wir diese sehr interessante andere Seite der Geschichte. Berühmter Atheist sagt,
Er identifizierte sich als kultureller Christ und sei über die Förderung eines islamischen Feiertags entsetzt. Das kam auch im April 2024 heraus. Der berühmte Atheist und Evolutionsbiologe Richard Dawkins erklärte in einem Interview, er identifiziere sich als kultureller Christ, nachdem er erfahren hat, dass auf einer Straße in England Ramadan-Beleuchtung anstelle von Lichtern zum Osterfest aufgehängt wurde. Dawkins bezog sich dabei auf Sadiq Khan, den Bürgermeister von London, der zum Höhepunkt des Osterwochenendes in die Oxfordstraße 30.000 Lichter für den muslimischen heiligen Monat Ramadan aufleuchten ließ. Ich muss schon sagen, ich bin etwas entsetzt zu hören, dass stattdessen der Ramadan beworben wird, sagte Dawkins in einem Interview mit Rachel S. Johnson von LBC Sunday. Ich finde, dass wir ein christliches Land sind. Nun, Martin, ergibt das für dich viel Sinn? Naja, wenn man den Hintergrund versteht, schon. Aber nur so betrachtet, ist das kognitive Dissonanz. Das ist kognitive Dissonanz. Dort hat man auf der einen Seite die Ideologie, dass das Christentum zurückkehren muss. Gott muss zurückkommen, Gebet muss zurückkommen, die Bibel muss zurückkommen. Und hier hat man einen Atheisten, der sagt, wir sind ein christliches Land. Und er möchte keine muslimische Ideologie damit verbunden sehen. Nun, das ist faszinierend, Martin. Lass uns da etwas tiefer einsteigen. Lass uns nur einmal sehen, was seine Einstellung zu Gott wirklich ist und zum Christentum und zu Jesus Christus. Wir hatten das schon einmal zitiert, aber in diesem Zusammenhang ist es schon hilfreich, das erneut zu zitieren. Er schreibt in seinem Buch Der Gotteswahn, der Gott des Alten Testaments ist die unangenehmste Gestalt der gesamten Dichtung. Er ist eifersüchtig und auch noch stolz darauf, ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Kontrollfreak, ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer, ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, kinds- und völkermörderischer, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launisch-boshafter Tyrann. Capriciously malevolent bully. Ich glaube, er hat sich jedes negative Adjektiv im Wörterbuch rausgesucht. Es ist unfair, ein so leichtes Ziel anzugreifen. Die Gotteshypothese sollte weder mit Yahweh, ihrer abstoßendsten Verkörperung, stehen und fallen mit ihrem fade entgegengesetzten christlichen Gesicht, dem sanften Jesus, lieb und mild. Martin, er macht das ganze System nieder, samt der Christenheit. Genau. Aber er ist ein kultureller Christ, ja, sagt er jedenfalls. Wie funktioniert das? Lass uns einfach hören, was er zum Thema zu sagen hat. Ich bin doch etwas entsetzt zu hören, dass stattdessen der Ramadan beworben wird. Ich denke schon, dass wir kulturell ein christliches Land sind. Ich bezeichne mich als kulturellen Christen. Ich bin nicht gläubig, aber es gibt einen Unterschied, ob man ein gläubiger Christ oder ein kultureller Christ ist. Nun, ich liebe Kirchenlieder, Weihnachtslieder. Ich fühle mich irgendwie zu Hause im christlichen Ethos. Ich finde, dass wir in der Hinsicht ein christliches Land sind. Es ist zwar wahr, dass die Zahlen der Menschen, die an das Christentum glauben, statistisch gesehen abnimmt, und das finde ich okay, aber ich fände es beispielsweise nicht gut, wenn wir alle unsere Kathedralen und wunderschönen Kirchen verlieren würden. Also ich sehe mich als kulturellen Christen. Ich denke, es würde bestimmt eine Rolle spielen, wenn wir es durch irgendeine andere Religion ersetzen würden. Das wäre wirklich furchtbar. Denn ich lebe gern in einem kulturell-christlichen Land, auch wenn ich nicht ein Wort des christlichen Glaubens glaube. Nun, insofern, fundamentalistische Christen der Evolution widersprechen und denken, dass die Welt vor 6000 Jahren geschaffen wurde, ist das natürlich schädlicher Unsinn. Also ich möchte da nicht missverstanden werden. Ich glaube schon, dass das Unsinn ist, aber der christliche Glaube, also heute ist ja Ostern, und natürlich glaube ich nicht, dass Jesus von den Toten auferstanden, und ich glaube, sie glauben das auch nicht. Also er ist ein kultureller Christ? Ja. Er ist recht zufrieden damit, unter christlichen Normen zu leben. Er ist ziemlich glücklich über Ostern. Sogar über Weihnachtslieder und all das. Ja, er liebt die Kirchenlieder. Und er hat sich der Kultur verschrieben. Ihm würde ein Feiertag zu Ostern also nichts ausmachen, oder? Nein.
Denkst du, ihm würde es etwas ausmachen, jeden Sonntag, einen Feiertag, eine Art Mini-Ostern zu feiern? Besonders, wenn es für die evolutionistische Erde wäre. Ja, das wäre wunderbar. Martin, lass uns das ein wenig überdenken. Nehmen wir das erste Szenario. Trump sagt, Gott muss zurückkehren, Gebet muss zurückkehren, die Bibel muss zurückkehren. Mit anderen Worten ist das ein Glaubenssystem, wobei man an Gott glaubt, stimmt's? Ja, man benutzt seinen Verstand, um zu sagen, ich glaube das. Und deshalb möchte ich diese Feiertage und Feste so haben. Da erhält man etwas in seine Stirn. Ja. Dieser Mann war sehr zufrieden damit zu sagen, ich bin ein kultureller Christ. Ich gebe kein Zentrum, was sie glauben. Es ist ein Haufen Unsinn, aber ich bin zufrieden mitzumachen. Wo würde er das Mahlzeichen empfangen? Auf der Hand. Auf der Hand. Trinken beide aus diesen zwei Bechern? Oh ja, sicher doch. Und das sind wahrscheinlich die besten Beispiele, die ich je gesehen habe für diese beiden Gruppen, die das machen werden. Ja. Und vergiss nicht, die Bühne für diese letzten Ereignisse wird sich in der christlichen Welt befinden. Ja. Nun gut, lass es uns recht deutlich machen und den Leuten eindeutig sagen, warum es ein Streitpunkt ist. Warum es wichtig ist. Was es umfasst. Besonders diese Osterzeit. Viele Leute sind verwirrt. Besonders Christen, gläubige Christen. Denn die Auferstehung Jesu war an einem Sonntag. Was ist denn falsch daran, jetzt den Sonntag zu feiern? Ja, nun gut, Martin. Wir müssen es ganz deutlich sagen, dass es ein Streitpunkt ist. Sicher doch. Und dass die Welt es wirklich wissen sollte. Und dass die Kirchen es sehr wohl wissen. Ja. Aber sie haben sich entschieden, nichts in diese Richtung zu unternehmen. Nichts. Okay. Steigen wir also gleich richtig ein. Warum hält die christliche Welt den Sonntag? Fragen wir Webster's Internationales Wörterbuch in der 19. Auflage. Sonntag wird so genannt, weil dieser Tag in früherer Zeit der Sonne oder deren Anbetung geweiht war. Das ist ziemlich eindeutig. Sonntag, der Dies Solis des römischen Kalenders, der Tag der Sonne, der der Sonne geweiht war, der erste Tag der Woche. Das kommt aus der Schaffherzer-Enzyklopädie. Stichwort Sonntag. Sabbat, ein hebräisches Wort, das Ruhe bedeutet. Sonntag war ein Name, den die Heiden dem ersten Tag der Woche gaben, weil es der Tag war, an dem sie die Sonne anbeteten. Aus einer Bibel-Enzyklopädie, Seite 561. Es besteht also kein Zweifel daran, dass der Sonntag der erste Tag der Woche ist und dass er der Sonnenanbetung geweiht war. Ja, das ist ziemlich... rundheraus. Ja, wer gab dem Sonntag seinen Namen? Die Heiden, für ihren ersten Tag der Woche. Daniel 7, Vers 25. Und er spricht über diese kleine Hornmacht, die inmitten der 10 Hörner auftaucht. Das heißt, das unter den Mächten Europas entsteht. Zuvor mussten 3 von ihnen entfernt werden. Die Heroler, Ostgoten und Vandalen. Hielten diese 3, die ausgerissen wurden, nicht den Sabbat? Es ist historisch recht gut bewiesen, dass sie den Sabbat hielten. Also mussten sie entfernt werden. Und diese Macht, diese kleine Hornmacht, die alle Reformatoren als das päpstliche System identifizieren, wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Er wird also gegen Gottes Volk kämpfen. Und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern. Und sie werden in seine Gewalt gegeben für eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Das ist die Zeitspanne von 1260 Jahren der Papstherrschaft, von 538 bis 1798, ja, als dem Papst durch Napoleon die politische Macht weggenommen wurde. Ja, die scheinbar tödliche Wunde, die das Papsttum erhielt. Aber die Bibel ist absolut eindeutig, dass diese Macht danach trachten wird, Zeiten und Gesetze zu ändern. Sie wird also Gottes Gesetz angreifen, ja, und besonders die, die etwas mit Zeit zu tun haben. Besonders die. Das zielt mehr auf Gottes Gesetze ab, als auf menschliche Gesetze. Ja. Lass uns sehen, wohin das führt. Lass uns ein Zitat aus dem römischen Dekretalien ansehen. Das sind ihre eigenen Schriften. Er kann im Widerspruch zu den Rechten der Völker, zum Gesetz Gottes und der Menschen Strafen und Urteile aussprechen. Würdest du sagen, dass das Arroganz ist? Ja, völlig.
Das ist Gott spielen, in Wirklichkeit über Gott stehen. Er kann sich von den Geboten der Apostel befreien, da er ihr Vorgesetzter ist, und auch von den Regeln des Alten Testaments. Steigert sich da seine Arroganz noch? Das mit Sicherheit. Der Papst hat die Macht, Zeiten zu ändern, Gesetze abzuschaffen. Benutzt er da nicht genau die Sprache von Daniel? Ja. Und alle Dinge aufheben, sogar die Vorschriften Christi. Wie arrogant kann man sein? Mehr geht nicht. Ist das ins Gesicht gesagt? Es hört sich genau wie Luzifer an. Okay. 1. Johannes 3, Vers 4. Ein jeder, der Sünde tut, übertritt das Gesetz. Und die Sünde ist die Gesetzesübertretung. Das ist die Definition von Sünde in der Bibel. Ja. Wenn man nun das Gesetz verändert, übertritt man es dann? Ja. Absolut, oder? Mit Sicherheit. Spricht hier der Mann der Sünde? Ja. Lass uns ansehen, wie er das tat. Auf der einen Seite hier rechts haben wir den Katechismus der katholischen Kirche, Paragraph 2052-2557. Und links haben wir das Gesetz, wie es in der King James bezüglicherweise der Schlachterbibel steht. Es ist wichtig, hier auch zu betonen, dass die katholische Kirche den Katechismus als ihren Standard betrachtet. Ja. Über der Bibel stehend. Unbedingt. Die Bibel in der Schlachterübersetzung gibt das erste Gebot folgendermaßen wieder. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wenn man zum Katechismus geht, steht da, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine fremden Götter haben neben mir. Es sieht ähnlich aus, doch es fehlt etwas. Was genau ist das? Die Worte, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe, fehlen. Warum denn? Nun, das macht ihn zu einem bestimmten Gott. Ja, das ist ein ganz bestimmter. Welcher denn? Nun, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Wenn man jetzt einen allgemeinen Gott, einen ökumenischen Gott haben möchte, dann wird man das entfernen müssen. Also genau das haben sie gemacht. Da hat man eine ökumenische Verbindung. Sie haben es herausgenommen. Das zweite Gebot ist in der Bibel ein sehr langes Gebot. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Machen die heidnischen Nationen das? Ja, sie machen aus allem möglichen Götzen, um sie anzubeten. Also was unter der Erde ist, mit anderen Worten, Bildnisse von toten Menschen. Stellen sie die in die Kirchen? Ja. Wird das im Katholischen gemacht und werden sie Heilige genannt? Ja, wenn man die anderen Götter nimmt, Poseidon und so weiter, sind das auch Götzen. Ja, und wenn man nach Rom geht und die Statuen, die sie da haben, wie die von Petrus, so sind das in Wirklichkeit heidnische Statuen, die einfach hereingenommen und mit anderen Namen versehen wurden. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Im Grunde sagt das, wenn man das in seinem Haus praktiziert, ist es wahrscheinlich, dass es bis zur dritten oder vierten Generation weitergeht. Bevor es eine Herzensveränderung gibt, wenn es denn jemals eine Herzensveränderung gibt. Martin, würdest du sagen, dass dieses Gebot für den Katholizismus ein Stolperstein wäre? Mit Sicherheit, denn sie sind voller Götzen. Was ist also das zweite Gebot im Katholizismus? Sie haben es einfach herausgenommen. Sie haben es entfernt. Es ist weg. Es existiert nicht. Jetzt haben sie natürlich ein Problem, denn jetzt haben sie nur 9 Gebote. Das müssen sie korrigieren. Aber es gibt einen sehr guten Grund, warum sie das zweite Gebot herausgenommen und das erste angepasst haben. Kommt man zum dritten Gebot, steht da, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Ihr Katechismus sagt, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Was hat sich verändert? Die Ermahnung ist weg. Es gibt einen Grund dafür, Martin. Denn wenn dieses Gebot von Gott ist,
Dann ermahnt er uns und warnt uns. Then he is the one that admonishes you and gives you a warning. Yes. Wenn dieses Gebot einer anderen Quelle entspringt, dann kann der vorherige Urheber einen nicht ermahnen. Dann nehmen wir es doch heraus, weil da eine andere Gottheit die Stelle der ersten übernimmt. Denn das ist ein verändertes Gesetz. So ist es. Also die Bestrafung ist weg. Ja, die Bestrafung ist weg. Denn hier hat man einen anderen Gesetzgeber. Ja. Wenn man das Gesetz ändert, ist das ein anderer Gesetzgeber. Jetzt das vierte Gebot. Das ist auch ein sehr langes Gebot. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh. Jetzt kommt die Begründung, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am 7. Tag und darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Eine Sache überrascht mich immer. Wenn man das vierte Gebot gelesen hat und immer noch nicht sehen kann, dass der Sabbat als 7. Tag in Eden eingesetzt worden war. Und er ist das Siegel Gottes. So ist es. Es gibt uns den Gültigkeitsbereich. Es wird so klar ausgesprochen. Es stammt aus Eden und es ist das Zeichen. Und es gibt uns den Namen Yahweh. Weil das zweite Gebot entfernt wurde, ist das vierte Gebot jetzt ihr drittes Gebot und liest sich so. Gedenke den Tag des Herrn heilig zu halten. Sie sind ziemlich schlau. Es hätte auch so lauten können. Denke daran, den ersten Tag heilig zu halten. Ja, oder das. Sie deuten damit an, dass der Tag des Herrn der erste Tag ist. Ja. Aber die Bibel sagt uns in Jesaja 58 ziemlich eindeutig, dass der 7. Tag Sabbat der heilige Tag des Herrn ist. Das ist also eine Täuschung erster Güte. Was haben Sie jetzt herausgenommen, Martin? Sie haben dem Schriftstück das ganze Herz entnommen. Sie haben den Gültigkeitsbereich herausgenommen und ihn ersetzt. Aber Sie haben auch etwas anderes geändert, nämlich das Wort Sabbat. Sie änderten ihn in den Tag des Herrn. Wobei unterstellt wird, dass der Tag des Herrn etwas anderes als der Sabbattag ist. Was eine Lüge ist, und vergiss nicht, dass die Stelle, wo sie das hernehmen, sich im Buch Offenbarung befindet, wo Johannes schreibt, dass er am Tag des Herrn im Geist in einer Vision war. Nein. Es wird nicht definiert, welcher Tag das ist, aber es ist klar, dass es der Sabbat war, denn das ist der einzige Tag, der Tag des Herrn und heilig ist. Aber sie machen daraus den ersten Tag der Woche. Auch das ganze Neue Testament hindurch wurde der Sabbat als heiliger Tag gehalten. Ja. Es gab nie eine Zeit, Jesus hielt ihn heilig, die Apostel hielten ihn heilig, jeder hielt ihn heilig. Das Einzige, worauf sie sich stützten, ist die Auferstehung am Sonntag. Ja, aber es steht nichts da, was ihn zum Tag des Herrn macht. Genau. Lass uns jetzt zu dieser Thematik ganz sicher gehen. Das ist der neue Katechismus von Baltimore aus dem Buch The New Baltimore Catechism and Mass. Von Father McGuy aus dem Jahr 1949. Es trägt unter anderem die Druckerlaubnis von Kardinal Francis Spellman, Erzbischof von New York. McGuy's Version lautet: Denke daran, dass du den Tag des Herrn heilig hältst. Für Kinder und andere Personen, für die der Katechismus gedacht war, wird das anhand folgender Fragen und Antworten erklärt. Was ist das dritte Gebot Gottes? Das ist schon einmal falsch, stimmt's? Ja, es wäre das vierte. Das dritte Gebot Gottes ist: Denke daran, den Tag des Herrn heilig zu halten. Warum gebietet uns die Kirche, den Sonntag als den Tag des Herrn zu halten? Die Kirche gebietet uns, den Sonntag als Tag des Herrn heilig zu halten, weil Christus an einem Sonntag auferstand und der Heilige Geist am Sonntag auf die Apostel herabkam. Wer befiehlt das hier? Die Kirche. Die Kirche. Die katholische. Wer befahl das vierte Gebot? Gott befahl es. Das machte Gott. Was wird uns in diesem dritten Gebot befohlen? Im dritten Gebot wird uns befohlen, Gott am Sonntag, dem Tag des Herrn, auf besondere Weise anzubeten. Sie erwähnten das Wort Sabbat nicht einmal, denn wie du schon sagtest, das können sie so nicht. Richtig. Ist das Gedenken weg?
Ja. Es ist zu einem Befehl verändert. Man muss Gott auf besondere Weise am Sonntag anbeten. Im anderen stand, gedenke des Sabbattages, denn der Herr schuf dich. Ja. Das heißt also, gehe wieder zu deinem Schöpfer. Das hier ist ein gänzlich neues Gebot. Fragen wir sie, was befiehlt die Kirche? Wie sollen wir Gott am Sonntag anbeten? Die Kirche befiehlt uns, Gott am Sonntag anzubeten, indem wir am heiligen Messopfer teilnehmen. Hm. Also, das ist ein völlig neues Gebot, Martin. Es ist ein anderer Gesetzgeber. Sicher. Dieses Gebot befindet sich nicht in den 10 Geboten Gottes. Und an der Messe teilzunehmen ist ihre berühmte Eucharistie, an der nach ihrem Willen jeder teilnehmen soll. Das ist ein andauerndes, fortwährendes Opfer. Während doch die Bibel klar sagt, dass er ein für alle Mal geopfert wurde. Ja, das bedeutet, dass er jeden Sonntag aufs Neue geopfert wird. Dieser Baltimore-Katechismus ist ein Gräuel, weil er im Gegensatz zu Gottes Gesetz steht. Lass uns zum 5. Gebot springen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Nun, das ist deren 4. Gebot, weil sie eines hinterher sind. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Was fehlt hier wieder? Dieser Teil, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Es ist interessant, dass Paulus dieses Gebot als das Gebot mit der Verheißung erwähnt. Ja. Sie haben die Verheißung herausgenommen. Genau, denn wer wird die Verheißung erfüllen? Ja, Gott kann es nicht sein, weil da ein neuer Gesetzgeber ja. ist. Also muss die Verheißung entfernt werden. Das ist der Grund, warum sie es entfernten. Das 6. Gebot, du sollst nicht töten, das bleibt gleich. Das 7. lautet, du sollst nicht Ehe brechen. Und heißt als 6., du sollst nicht Ehe brechen. Wir dürfen nicht vergessen, Martin, dass im Gesetz des Mose eine lange Definition steht, was mit diesem Ehebruch zusammenhängt oder was es bedeutet. Und wenn man den Katholizismus hernimmt, hat sich das völlig verändert, besonders durch Papst Franziskus. Das 8. Gebot, was deren 7. ist, lautet, du sollst nicht stehlen. Das 9., du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten, ist deren 8. Gebot. Sie würden ganz schön dumm aussehen, wenn sie mit nur 9 Geboten dastehen würden. Also nehmen sie das 10. Gebot und teilen es auf 2 auf. Das 10. Gebot liest sich wie folgt. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch sein Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Sie teilten das in 2. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau. Und du sollst nicht begehren deines Nächsten Gut. Es ist interessant, dass die Protestanten, also die Lutheraner, die 10 Gebote aus dem katholischen Katechismus übernommen haben. Ja. Sie nahmen nicht die Version der Bibel. Und es ist interessant, dass sie tatsächlich diese 2 noch vertauschten. Denn da heißt es, dass man das Haus seines Nächsten nicht begehren soll, während der katholische Katechismus sagt, du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau. Sie haben das auch umgedreht. Das ist sehr albern. Ja. Zumindest haben sie hier die Ordnung beibehalten, wie man sie in der Bibel hat. Aber dort wurde es umgedreht. Nun, Martin, was entfernten sie und wenn ja, warum? Lass uns einen Blick darauf werfen. Sie nahmen das Haus weg, richtig? Was in der protestantischen Variante immer noch da ist, in ihrem Gebot. Und sie nahmen den Knecht weg, das heißt deine Arbeiter, Männer und Frauen, die Gerätschaften und die Transportmittel, die nahmen sie weg. Warum? Weil sie das Eigentumsrecht für alles beanspruchen, was dein Haus einschließt, was deine Arbeiter einschließt und was deine Gerätschaften und deine Fahrzeuge einschließt. Deshalb muss man heute Lizenzgebühren zahlen. Auf all das. Denn es gehört dir nicht. Man hat eine Steuernummer, Zulassungspapiere für das Auto. Genau. Man hat einen Grundbucheintrag und man muss Steuern auf das eigene Grundstück zahlen.
Nun, es ist interessant, dass der Faschismus in gewissem Sinn genau das Gleiche macht. Es hat den Anschein von Eigentum. Aber tatsächlich hat man kein Eigentumsrecht. Rom sagt passenderweise, dass sie allein das Eigentumsrecht auf Grund und Boden und so weiter haben. Ist es nicht interessant, dass das genau im Gegensatz zu dem steht, was Gott sagt? Ihm gehört das Vieh auf den 1000 Bergen. Ja, sie beanspruchen, dass ihnen alles gehört. Also das ist ein völlig neuer Satz an Geboten durch einen neuen Gesetzgeber, Martin. Veränderten sie Zeiten und Gesetze? Ja. Das können wir nicht abschreiten, oder? Lass uns zur Französischen Revolution gehen, wo es ziemlich unverblümt wird. Vergiss nicht, die Philosophie der Endzeit kommt in Offenbarung Kapitel 11 aus dem Abgrund. Wir haben das ziemlich detailliert besprochen. Und die Philosophen, die damit in Verbindung standen, waren Menschen wie Voltaire. Die Menschen wissen meist nicht, dass diese Leute Jesuiten waren. Nein, sie wissen das nicht. Voltaire war ein Jesuit, er wurde von Jesuiten ausgebildet. Sie kamen mit einem anderen Satz an Geboten daher, die sie so darstellten. Mit einem Rutenbündel, den Fasces. Also es ist ein faschistisches System. Das sind die Menschenrechte. Darüber haben sie einige interessante Dinge. Das dort ist natürlich das Symbol der Jesuiten. Das kam durch die Französische Revolution. Wenn wir es uns etwas detaillierter betrachten, nehmen die Menschenrechte den Platz der 10 Gebote Gottes ein. Das ist ziemlich eindeutig. Welche Gottheit ist da enthalten? Nun, man hat als System den Faschismus. Das ist das von den Jesuiten bevorzugte Regierungssystem. Und sie haben die Schlange, die lebensspendende Schlange darin. Über allem befindet sich die Schlange der Ewigkeit mit dem Schwanz in ihrem Maul. Das ist Satans Anbetung. Und sie verehren ihn durch das Symbol dieser kleinen, phrygischen Mütze, der die Kopfbedeckung der Französischen Revolution war. Wofür steht sie? Nun, hier hat man den Gott Mithra, den Sonnengott, den persischen Sonnengott. Vergiss nicht, dass das Tier Bärenfüße hat, was Medo-Persien bedeutet. Das ist Mithras-Kult. Und da ist seine kleine Mütze, die der Sonnengott trägt. Das ist also Sonnenanbetung. Also Menschenrechte anstelle des Gesetzes Gottes ist Sonnenanbetung. So ist es. Und interessanterweise findet man diese Mütze bei vielen Cartoon-Figuren. Ja, natürlich. Beispielsweise tragen die Schlümpfe ein. Und Noddy, der Kleine. Das ist ein ganz tiefer Kaninchenbau. Lass uns da nicht weiter hineingehen. Lass uns sicherstellen, dass Rom weiß, wovon sie sprechen. Das ist der Katechismus für Konvertiten aus dem Jahr 1957. Welcher Tag ist der Sabbattag? Samstag ist der Sabbattag. Warum beachten wir den Sonntag anstelle des Samstages? Wir betrachten den Sonntag anstelle des Samstages, weil die katholische Kirche die Festlichkeiten von Samstag auf den Sonntag übertragen hat. Sagen Sie, dass Sie es getan haben? Sie sagen, dass Sie es getan haben. Und die Ausrede, die Sie verwenden, lautet, dass es der Tag des Herrn ist, weil er an diesem Tag auferstand. Stimmt. Aber das ist nicht der Grund, warum Sie ihn veränderten. Sie veränderten ihn, weil sie sagen, sie hätten die Autorität, das zu tun. Nun gut, geben Sie im Grunde zu, dass die Apostel ihn nie veränderten? Richtig. Sagten Sie, dass es das Zeichen Ihrer Autorität ist? Ja, der Sonntag ist das Zeichen unserer Autorität. Die Kirche steht über der Bibel und diese Übertragung der Sabbatheiligung ist ein Beweis für diese Tatsache. Das kommt aus Ihren eigenen Schriften. Nennen Sie es Ihr Zeichen, Ihr Mahlzeichen? Ja. Sind Sie das Tier? Sicher doch. Ist es also das Mahlzeichen des Tieres? Ja, so ist es. Genau so ist es, ob es einem jetzt gefällt oder nicht. Und es hat mit dem Gesetz Gottes zu tun. Ja. Wo muss es sich nach Gottes Anforderungen befinden? Auf der Hand. In der Stirn und auf der Hand. Man muss entsprechend denken und entsprechend handeln. Wo muss es sich für Sie befinden? Entweder oder. Entweder oder, solange man ihnen gehorcht, stimmt's? Und wenn die Leute immer noch Zweifel haben sollten, dass es Schnee von gestern ist, sollten sie einfach 2 oder 3 Folgen zurückgehen und sich diesen Artikel ansehen, den die katholische Nachrichtenagentur mit dem Titel Sonntag oder der Tag des Herrn herausgebracht hatte. Stimmt. Hier ist ein weiterer Artikel aus Catholic World. Sie nahm den heidnischen Sonntag und machte ihn zu einem christlichen Sonntag. Und so wurde der heidnische, dem Baldur geweihte Sonntag zum christlichen Sonntag, der für Jesus geheiligt wurde.
Kardinal Gibbons sagte, natürlich erhebt die katholische Kirche den Anspruch, dass die Änderung ihre Handlung war. Und diese Handlung ist ein Mahlzeichen ihrer kirchlichen Macht. Verwenden Sie dieses Wort Zeichen oder Mahlzeichen, die im Englischen identisch sind, immer wieder. Die Bibel sagt, denke daran, den Sabbattag heilig zu halten. Die katholische Kirche sagt, nein. Ist das arrogant? Zeiten und Gesetz zu ändern. Durch meine göttliche Macht. Ist das nicht noch mehr Arroganz? Ja. Schaffte ich den Sabbattag ab und befehle euch, den ersten Tag der Woche heilig zu halten. Und siehe da, die ganze zivilisierte Welt verneigt sich in ehrfürchtigem Gehorsam vor dem Gebot der heiligen katholischen Kirche. So Father Enright im American Sentinel im Juni 1893. Martin, reiben Sie es einem hier unter die Nase? Unverblümt. Sollte da nicht jeder Protestant sagen, Moment mal, da mache ich nicht mit. Denn Gott gebot das eine und diese arroganten Personen verfügen etwas anderes. Das ist wahr. Genau diesen Standpunkt sollte man einnehmen. Aber wir wollen doch mitmachen. Ich frage mich, wie unverfroren Sie noch werden können. Das werden wir im Laufe des Gesprächs sehen. Papst Pius verfügte 1566 durch das Konzil von Trient. Es gefiel der Kirche Gottes, dass die religiöse Feier des Sabbattages auf den Tag des Herrn verlegt werden sollte, den sie als Sonntag definieren. So Katechismus Romanus aus 1867. Und vergiss nicht, sie sind unfehlbar, sie können es nicht zurücknehmen. Nein, der Catholic Mirror sagt, der christliche Sabbat ist deshalb bis zu diesem Tag ohne ein Wort des Widerspruchs von der protestantischen Welt das anerkannte Kind der katholischen Kirche, der Braut des Heiligen Geistes. Fordern Sie da den Protestantismus heraus? Sie sagen hier tatsächlich, ihr wollt euch beschweren, aber da habt ihr uns nichts entgegnet. Beim Konzil von Trient sagte der Erzbischof von Reggio tatsächlich genau das. Er meinte, ihr sagt, die Bibel sei euer Standard. Warum gehorcht ihr uns dann beim Thema Sabbat-Sonntag? Beim Konzil von Trient hatten die Protestanten eine wunderbare Gelegenheit, um zu sagen, ihr habt recht. Wir sollten der Bibel und nur der Bibel folgen. Aber dadurch, dass sie dem Standard der katholischen Kirche folgten, waren sie nicht länger eine Kirche. Sie waren Rebellen. Das stimmt. Denn sie weigerten sich, den Sonntag aufzugeben. Ja, in Wirklichkeit wurden sie genau dazu widerspenstigen Töchtern. Ja. Catholic Press in Sydney vom August 1900. Der Sonntag ist eine katholische Einrichtung. Und deren Ansprüche auf das Beachten des Sonntags kann man nur mit katholischen Prinzipien verteidigen. In der Schrift findet sich von vorn bis zum Schluss keine einzige Passage, die die Verlegung der wöchentlichen, öffentlichen Anbetung vom letzten Tag der Woche auf den ersten belegt und rechtfertigt. Ja. Wissen Sie es? Deshalb sind Sie nicht einfach irrtümlich auf Abwägen, Sie sind arrogant. So ist es. Sie sind die Macht, die irreführt. Werden Sie es Ihnen unter die Nase reiben? Schauen wir, was die Erzdiözese von Baltimore zu sagen hatte. Wenn Protestanten der Bibel folgen würden, sollten sie Gott am Sabbattag anbeten. Indem sie den Sonntag halten, folgen sie einem Gesetz der katholischen Kirche. Mitten ins Gesicht. Da der Protestantismus die Autorität der römisch-katholischen Kirche verwirft, hat er keine guten Gründe für seine Sonntagstheorie und sollte deshalb logischerweise den Samstag als Sabbat halten. Das stammt von American Catholic Quarterly Review aus dem Jahr 1883. Wissen Sie, was sie tun? Sicher doch. Okay, wie arrogant kann man werden? Das sagen sie hier. Nicht der Schöpfer des Universums in 1. Mose 2, 1-3, sondern die katholische Kirche kann die Ehre für sich beanspruchen, dem Menschen alle 7 Tage eine Pause von seiner Arbeit gewährt zu haben. Ist das arrogant? Das ist klar in den Menschenrechten eingeschlossen. Das Recht auf einen Ruhetag. So ist es. Und das ist auch der umgesetzt werden wird. Sie werden diese Menschenrechte umsetzen. Es ist dein Menschenrecht, einen Ruhetag zu haben, und die katholische Kirche wird ihn dir gewähren. Es wird der Sonntag sein. So ist es. Und darum kann Richard Dawkins sagen, ich bin ein kultureller Christ, weil es auf dem Menschlichen basiert. Auf Menschengesetz? Ja, auf Menschengesetz. Auf Humanismus? Vernunft und gesunder Menschenverstand verlangen die Annahme der einen oder anderen Möglichkeit. Entweder der Protestantismus und das Heilighalten des Samstags oder den Katholizismus und das Heilighalten des Sonntags. Ein Kompromiss ist nicht möglich. Martin, Sie sagen, dass ein Kompromiss unmöglich ist. Wenn man aber einen Kompromiss eingeht, auf wessen Seite steht man dann? Auf Ihrer Seite. Also Martin, wenn die protestantistische Welt sich gegen den 7. Tags Adventismus ausspricht, wen gehorchen sie dann? Rom. 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 Beten sie dann nicht Rom mehr an als Gott? Sicher,
denn seine Worte in der Bibel sind eindeutig und hier kann man direkt sehen, wessen Wort man jetzt gehorcht. Okay, könnten wir also zu den Protestanten sagen, wacht auf? Sicher doch, ich wollte da schon etwas früher bei diesem Gespräch sagen. Bitte Leute, wacht auf! Richtig. Die Autorität der Kirche konnte deshalb nicht an die Autorität der Schrift gebunden sein. Denn die Kirche hatte den Sabbat zum Sonntag geändert. Und das nicht durch ein Gebot von Christus, sondern durch ihre eigene Autorität. Aus Canon and Tradition, Seite 263, ist das deutlich genug? Was steht höher, die Tradition oder die Bibel? Wieder gewinnt die Tradition. Nun gut, Martin. Sollten wir also nochmals über die Bibel und ihre Autorität sprechen? Gewiss doch. Wir müssen es auf den Punkt bringen, was die Bibel sagt. Wer die Autorität ist. Ist das wieder ein Streitpunkt? Ich denke schon. Es ist in allen Bereichen ein Streitpunkt. Das muss es. Denn, nun, wir haben das schon behandelt. Ja. Und wir müssen es noch einmal tun, denn das Problem ist doch, dass die Menschen nicht realisieren, wie ernst es ist, dass wir wirklich das reine Wort haben, um zu wissen, was Gott sagt. Und um zu wissen, wen wir anbeten. Ja. Wie sagen wir der Welt, wen wir anbeten? Indem wir den Sabbat halten. So ist es. Er ist ein Zeichen. Ja, es ist ein Zeichen. Es zeigt der Welt, wer die Autorität im eigenen Leben ist. Und diese zwei Becher, die die Frau in ihrer Hand hält, diejenigen, die in ihren Sünden gerettet werden wollen und diejenigen, die durch ihre Werke gerettet werden wollen. Diejenigen, die das Mahlzeichen in der Stirn erhalten werden und diejenigen, die das Mahlzeichen in ihrer Hand erhalten werden. Ist das nicht interessant? Ganz genau das passiert und darauf steuern wir zu. Okay, der Catholic Record sagt uns, der Sonntag ist nicht in der Schrift begründet, sondern in der Tradition und ist eindeutig eine katholische Einrichtung. Also die Protestanten beanspruchen ihn als ihr Eigentum, aber damit machen sie sich lächerlich. Ja. Das Neue Testament erwähnt nicht ausdrücklich, dass die Apostel den Tag der Anbetung geändert haben, aber wir wissen es aus der Tradition. Aus der New Revised Baltimore Catechism. Ostersonntag und Karfreitag. Wer bestimmt das Datum dafür? Der Papst. Der Papst legt das Datum fest. Das sind nicht die protestantischen Kirchen. Nein, er entscheidet. Nun, wie fühlt der Herr sich bei all diesen Traditionen, die den Platz des göttlichen Gesetzes einnehmen? Matthäus 15, Vers 3, 6 und 9. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, und warum übertretet ihr das Gebot Gottes um euer Überlieferung willen? Und so habt ihr das Gebot Gottes um euer Überlieferung willen aufgehoben. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Martin, vergeblich. Vergeblich. Menschenrechte, vergeblich. Vergeblich, einfach vergeblich. Wer gab uns Rechte? Gott gab uns unsere Rechte. Also ist dieses Dokument, dieses unsinnige Dokument, das sie da aufhängten, definitiv nicht von Gott. Nein, es klingt wunderschön, aber es steht im Widerspruch zu Gottes Gesetz. Wissen das die Protestanten? Sind sie absichtlich unwissend oder sind sie schlichtweg unwissend? Nun, ich denke, sie wissen es. Sie wissen es. Schauen wir es uns an. Hier ist die episkopale Kirche. Gibt es im Neuen Testament irgendein Gebot, den wöchentlichen Ruhetag von Samstag auf den Sonntag umzuändern? Keines. Aus Manual of Christian Doctrine. Wir haben mit der Autorität der einen heiligen katholischen und apostolischen Kirche Christi eine Veränderung vom siebten Tag auf den ersten Tag vom Samstag zum Sonntag vorgenommen. Aus Why We Keep Sunday. Geben Sie zu, dass Sie vergeblich verehren? Ja, sie anerkennen, dass sie der Autorität der katholischen Kirche nachgeben. Richtig. Was ist mit den Lutheranern? Die Beobachtung des Tages des Herrn, Sonntag, gründet sich nicht auf irgendein Gebot Gottes, sondern auf die Autorität der Kirche. Das steht schon im Augsburger Bekenntnis. Wissen Sie es? Ja, und wieder geben sie die Autorität mehr der Kirche als Gott. Richtig. Was ist mit den Presbyterianern? Was die Veränderung des Ruhetages vom letzten Tag der Woche auf den ersten Tag angeht, gibt es keine Aufzeichnung, kein ausdrückliches Gebot für diese Veränderung. Das kommt aus ihren Schriften, The Christian Sabbath. Was ist mit den Methodisten? Nehmen wir die Sonntagsfrage. Es gibt keine Passage, die den Christen sagt, dass sie diesen Tag halten oder den jüdischen Sabbat auf diesen Tag verlegen sollen. Das kommt von ihrem Christian Advocate. Aus dem Jahr 1942. Wissen Sie es? Aber sicher doch. Sie haben es vergessen, oder? Das einzige Problem ist, dass es kein jüdischer Sabbat war, es war ein Sabbat für die Menschen. Richtig, aber Sie haben es vergessen. Beginnt das Gebot deshalb mit dem Wort Gedenke? Ja.
Was ist mit den Kongregationalisten? Es ist ziemlich eindeutig, dass wir nicht den Sabbat halten, egal wie streng oder hingebungsvoll wir den Sonntag verbringen mögen. Es gibt keinen einzigen Satz im Neuen Testament, der vermuten lässt, dass wir irgendeine Strafe auf uns laden, wenn wir die angebliche Heiligkeit des Sonntages verletzen. Das sind ihre eigenen Schriften, ihre eigenen Worte. Was ist mit den Anglikanern? Viele Menschen denken, dass der Sonntag der Sabbat ist, aber weder im Neuen Testament noch in der frühen Gemeinde gibt es irgendetwas, was vermuten lässt, dass wir irgendein Recht haben, die Beobachtung des siebten Tags der Woche auf den ersten zu verlegen. Der Sabbat war und ist der Samstag und nicht der Sonntag. Aus Church and People von 1947. Wissen Sie es? Sie wissen es. Und Sie betonen zu Recht, dass es auch in der Urkirche nichts gab, was dies vermuten ließe. Weil ja viele Leute sagen, oh nein, sondern gleich nach den Aposteln änderten sie das. Es hätte tatsächlich schon mit Paulus angefangen. Stimmt, diese Leute wissen es. Was ist mit den Baptisten? Es gab und gibt ein Gebot, den Sabbattag zu halten, aber der Sabbattag war nicht der Sonntag. Es gibt keinen Beweis aus der Schrift für die Veränderung dieser Einrichtung des Sabbattages vom siebten Tag auf den ersten Tag der Woche. Das sind Ihre eigenen Schriften, Martin. Und dann werden Sie zugeben, ja, wir halten den Tag des Herrn entweder, weil die katholische Kirche ihn veränderte, oder wir halten ihn, weil er da auferstand. Das sind die einzigen Sachen, die Sie anführen. Na gut, lass uns nochmal sicher gehen. Sonntag ist eine reine Schöpfung der katholischen Kirche. Das stammt von American Catholic Quarterly. Sonntag ist allein ein Gesetz der katholischen Kirche, so der American Sentinel. Mit der Beobachtung des Sonntags zollen sie, ohne Rücksicht auf sich selbst, der Autorität der katholischen Kirche Ehre. Es ist umfassend schriftlich belegt, dass sie keine argumentative Grundlage haben, auf der sie stehen können. Und sie beten das Tier an. So ist es. Denn es war ja das Tier, das diese Gesetze machte. Aber der Protestant sagt, wie kann ich die Lehren einer gefallenen Kirche annehmen? Jetzt sind sie sarkastisch, Martin. Hier ist die katholische Kirche sarkastisch. Ja, das stand im Baltimore Catholic Mirror. Wie ist es möglich, dass man sein Leben lang ihre Lehren akzeptiert hat, die im direkten Widerspruch zur Bibel, dem anerkannten Lehrer in der Sabbatfrage, stehen? Ist das eine Herausforderung? Ja, das ist es. Genau genommen lachen sie ihnen ins Gesicht, lachen den Protestanten ins Gesicht. Jene, die der Bibel als ihren Führer folgen, die Israeliten und die Siebenten-Tags-Adventisten, haben die ausschließliche Beweiskraft auf ihrer Seite, während der biblische Protestant nicht ein Wort zur eigenen Verteidigung für den Ersatz des Samstages durch den Sonntag hat. Wissen diese Katholiken etwas? Wissen sie, dass die Israeliten und die Siebenten-Tags-Adventisten tatsächlich Gottes Gesetz halten? Ja. Und der Rest ein katholisches Gesetz hält? Genau, und sie... Verstecken es nicht? Ja, sie verstecken es nicht. Nochmals, man kann sich den Artikel anschauen. Ich setze den Link zu diesem Artikel in die Beschreibung unter das Video. Hier bestätigt die katholische Kirche, dass die Adventisten die einzige Gemeinde von Christen mit der Bibel als ihrem Lehrer sind, die keinen Beleg in deren Seiten für die Veränderung des siebten Tags auf den ersten finden können. Daher ihr Name Siebenten-Tags-Adventisten. Seventh-day Adventist. Erkläre doch einfach diesen Namen nochmals. Denn viele Leute wollen nichts damit zu tun haben, weil der Name so eigenartig klingt. Er klingt so eigenartig. Sie halten den siebten Tag, weil Gott sagte, haltet den siebten Tag. So ist es. Und sie glauben an die Wiederkunft Christi, deshalb nennt man sie Siebenten-Tags-Adventisten. Weiß die katholische Kirche, warum sie Siebenten-Tags-Adventisten heißen? Ganz genau. Das sagen sie ja hier. Wenn sie es so gut wissen, müssen wir dann in einem ökumenischen Gremium sein, um sie daran zu erinnern? Nein. Nein, sie wissen es. Wir brauchen dort nicht sein. Wenn man dort nicht mit einer evangelistischen Absicht ist, dann geh nicht hin. Dann geh nicht hin. Die katholische Kirche veränderte mit dem Recht der göttlichen, unfehlbaren Autorität, die ihr von ihrem Gründer Jesus Christus verliehen wurde, die Beobachtung des Sabbats auf den Sonntag. Das ist übrigens ein anderer Christus. Die Protestanten, die beanspruchen, dass die Bibel ihr einziger Führer für ihr Glauben sei, haben keinen Beleg für das Halten des Sonntags. In diese Sache ist der Siebenten-Tags-Adventist der einzig konsequente Protestant. Aus Questionbox des Catholic Universe Bulletins. Martin, Rom sagt, dass es in der Welt nur eine einzige konsequente protestantische Organisation gibt, und das sind die Siebenten-Tags-Adventisten. Und das ist, wie Sie anerkennen, die einzige Kirche, die sich an die gleichen Gesetze und Standards halten, wie es schon die Jünger taten. Okay,
Also ist es nicht interessant, Martin, dass beide, sowohl die protestantische Welt und die katholische Welt, sich diesbezüglich gegen die Siebenten-Tags-Adventisten aufreihen? Sicher. Ich stelle der Jugend immer diese Frage. Waren die Jünger, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war, Siebenten-Tags-Adventisten? Natürlich, sie hielten den Sabbat, sie hielten den siebten Tag und sie verkündeten die Wiederkunft Jesu in der Zukunft. Ja. Also waren sie Siebenten-Tags-Adventisten. Also sollte vielleicht jeder verstehen, als Jesus sagte, geht und macht zu Jüngern, bedeutete das, geht, macht zu Siebenten-Tags-Adventisten. Aha, okay. Hier ist ein interessanter Artikel aus dem St. Catherine Catholic Church Sentinel. Wir haben diesen kleinen Abschnitt farblich hervorgehoben. Menschen, die denken, dass die Heilige Schrift die einzige Autorität sein solle, sollten logischerweise Siebenten-Tags-Adventisten werden und den Samstag heilig halten. Martin, das ist tatsächlich der Grund, warum ich ein Siebenten-Tags-Adventist bin. Denn rein logisch gesehen habe ich, wenn ich der Schrift folgen möchte, gar keine große Wahl. Warum möchte man alle möglichen außerbiblischen Ausreden haben, um nicht das zu halten, was die Bibel sagt? Richtig. Nun, hier ist eine interessante Aufforderung, die Rom 2003 auf seiner Website ImmaculateHeart.com herausgab. Die meisten Christen nehmen an, dass der Sonntag der biblisch bestätigte Tag der Anbetung sei. Die römisch-katholische Kirche protestiert, weil sie die christliche Anbetung von biblischen Sabbat, Samstag, auf den Sonntag verlegte. Und ein Versuch, damit zu argumentieren, dass die Veränderung in der Bibel vorgenommen wurde, ist unehrlich und stellt auch eine Leugnung der katholischen Autorität dar. Das ist Hammer. Versuchen Protestanten, sich mit der Bibel zu rechtfertigen, dass der neue Tag der Anbetung jetzt Sonntag sei? Deswegen sage ich ja die ganze Zeit, dass das Einzige, was sie als Grundlage vorbringen, ist, dass Jesus es veränderte, als er am Sonntag auferstand. Das ist das Einzige, was sie biblisch versuchen. Okay. Die Bibel sagt, dass man mit der Taufe daran denkt. Genau. Sie sagen, dass es unehrlich ist. Und sie sagen, dass es eine Verleugnung der katholischen Autorität ist. Wenn der Protestantismus seine Lehren nur auf die Bibel gründen möchte, sollte er am Samstag anbeten. Nun Martin, der Konflikt zwischen dem Mahlzeichen des Tieres und dem Zeichen Gottes wird zwischen den Siebenten-Tags-Adventisten und der ganzen christlichen Welt stattfinden. So ist es. Hier eine Bemerkung vom Herausgeber dieses Artikels. Hier heißt es, die Herausforderung, die Rom schon vor über 100 Jahren stellte, bleibt. Denn es gab in den Vereinigten Staaten ein bestimmtes Ereignis, als man 1888 Sonntagsgesetze einführen wollte. Jetzt sagt er, die Herausforderung, die Rom schon vor über 100 Jahren stellte, bleibt. Entweder hat die katholische Kirche recht oder die Siebenten-Tags-Adventisten haben recht. Denn es war ein Siebenten-Tags-Adventist, A.T. Jones, der vor der gesetzgebenden Gewalt der Vereinigten Staaten argumentierte, dass es nicht richtig ist, ein Sonntagsgesetz einzuführen, und sie gewannen tatsächlich. Hier sagen sie also, entweder hat die katholische Kirche recht oder die Siebenten-Tags-Adventisten haben recht. Es kann keine andere Möglichkeit geben. Genau. Wieder nur zwei Möglichkeiten. Nur zwei Möglichkeiten, keine drei oder vier. Und wenn jemand keines von beiden wählt, dann bricht die ganze Lehre von Sola Scriptura zusammen und mit ihr die Säule, auf der der ganze Protestantismus steht. Was einem dann noch bleibt, ist eine ausgedachte Religion, ein ausgedachter Gott und ein ausgedachter Satz an Glaubensüberzeugungen, die zu den Absichten des Menschen und nicht zu denen des Schöpfers passen. Wie Satan und Luther vor ihnen. Sie stecken beide in die gleiche Schublade. Haben die Protestanten das Bekenntnis, wenn nicht als Wort, so doch in der Tat und Gedanken ausgesprochen? Ich werde nicht dienen. Wem? Der katholischen Kirche. Martin, es kann keine andere Kirche geben. Entweder ist man ein Katholik und steht zusammen mit den Katholiken, wie die Protestanten, oder man muss ein Siebenten-Tags-Adventist sein. Das sind ihre Worte, nicht meine. Und trifft das nicht auch zu, was die Bibel sagt? Bezüglich der Bedingungen, um die Gemeinde der Übrigen zu sein? Ja, man muss die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. So ist es. Und das ist dann die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Sie steht zu den anderen im Widerspruch. Ja.
Lass uns nur noch diesen Vers in Jesaja 66, 22 ansehen. Denn gleich wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor meinem Angesicht bleiben werden, spricht der Herr, so soll auch euer Same und euer Name bestehen bleiben. Und es wird geschehen, dass an jedem Neumond und an jedem Sabbat alles Fleisch sich einfinden wird, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Wird der Sabbat in der zukünftigen Welt noch bestehen? Ja, im Himmel. Es wird also eine monatliche Feier und eine wöchentliche Feier geben. Was geschieht bei der monatlichen Feier? Ich vermute einmal, dass der Baum des Lebens einmal pro Monat Früchte tragen wird. Denn die Bibel sagt, es wird also ein Baum des Lebensfest einmal im Monat geben. Und es wird einmal pro Woche den Sabbat geben. Ja, und der Baum des Lebens steht in der Stadt, im neuen Jerusalem. Nun Martin, wenn der Sabbat durch alle Ewigkeit bestehen bleiben wird, schaffte das Papsttum es am Ende, ihn loszuwerden? Nein. Wen wird man dann loswerden müssen? Leider. Das Papsttum. Und das wird bei den Plagen stattfinden. Ja. Also Martin, das ist die Kurz- und die Langfassung davon. Das Malzeichen des Tieres ist genau das, was wir schon immer gesagt haben. Es ist eine erzwungene Sonntagsanbetung. Und wenn man mitmacht, huldigt man dem Tier. Wer wird uns zwingen wollen? Die Vereinigten Staaten von Amerika werden die ersten sein, die eine entsprechende Gesetzgebung einführen werden, gefolgt von anderen Nationen. Und die ganze Welt wird vor dieser Entscheidung stehen. Diejenigen, die fälschlicherweise von der Bibel her überzeugt sind, werden das Malzeichen in ihrer Stirn empfangen. Und diejenigen, die wie Richard Dawkins sagen, ich bin ein kultureller Christ, oder diejenigen, die New Ager sind und sagen, dass sie Mutter-Erde-Menschen sind und kulturell dem Gebot der heiligen katholischen Kirche gehorsam sind, sie werden das Malzeichen in ihrer Hand empfangen. Ja. Das ist die Entscheidung. Ich habe lieber das Zeichen Gottes, das Siegel Gottes in meiner Stirn und in meiner Hand. Amen. Ich stimme dir zu. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir nähern uns schnell dieser Entscheidung. Und bei dieser Entscheidung geht es um Autorität. Wen erkennen wir als die Autorität in unserem Leben an? Hilf uns, die richtige Entscheidung zu treffen, damit wir nicht das ewige Leben verlieren. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen. Amen.